Eishockey-Liga-Auftakt für Cimboni und die UPC Vienna Capitals. Und es geht heute gegen Kerpet Olun zur Sache. Gegen jene Mannschaft, gegen die die Capitals ausgeschieden sind in der abgelaufenen Champions Hockey League Spielzeit, nämlich im Achtelfinale. Und der amtierende finnische Meister wird seinem Ruf gerecht, dominiert dieses Spiel, speziell das erste Drittel. Julius Juntila trifft nur die Stange, da wäre der neue Capitals Goalie Nathan Lawson zum ersten Mal geschlagen gewesen. Dann die siebente Spielminute, nach wie vor rollende Angriffe der Finnen. Und dann ist Hakan Pehe zur Stelle und stellt auf 1:0 für Kerpet Olun. Mika Niemi mit der Vorarbeit und dann trocken abgeschlossen ins kurze Eck. Da gibt's nichts zu halten für Nathan Lawson. Insgesamt haben die Gäste ein deutliches Chancenplus und stechen immer wieder mit tollen Einzelaktionen hervor. So wie hier Puljo Järvi. 17 Jahre erst jung, spielt noch mit Vollvisier. Ein echtes Talent, ganz klar zu sehen in dieser Situation. Wie er sich löst, antrittsschnell, technisch stark, ein klasse Spieler. Dann immer noch das erste Drittel, dann zunächst Pech für Kerpet, aber das 2:0. Letztlich gute 3 Minuten vor Drittelende in der 17. Spielminute. Zunächst trifft Aaltonen nach diesem perfekten Konter nur die Stange. Und dann prallt die Scheibe von Menalainen genau ins Tor. Etwas Glück in dieser Situation für Kerpet, aber die 2:0-Führung hoch verdient. Im zweiten Drittel sollte das Spiel dann etwas ausgeglichener stattfinden. Die Capitals nehmen den Kampf an und kommen zu ihrer ersten großen Möglichkeit in dieser Situation. Furland auf Curtis McLean und dann hatte der Neuzugang im Slot die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer und hier noch die Möglichkeit auf ein bisschen Trash-Talk und Facewash. Aber die Finnen bleiben über das gesamte Spiel gefährlich, speziell im Konter. Und sie haben zum wiederholten Male Pech, der dritte Metalltreffer in dieser Partie in Person von Isa Pirnes. Und wieder Kerpet, wieder eine 2 gegen 1 Situation. Diesmal Nutivaara mit dem herrlichen Zuspiel auf Suoranta und ein Big Save von Nathan Lawson, der eine glänzende Partie spielte. Im dritten Drittel liegen die Caps dann noch ein Schäufer nach und werden vermehrt gefährlich, aber die besseren Chancen haben nach wie vor die finnischen Gäste aus Olun. Pierrelli mit einem Alleingang hier und wieder ist Lawson mit der Schiene zur Stelle. Ja, die Caps fighten, die Caps versuchen dagegen zu halten, aber Kerpet ist einfach eine Nummer zu groß und am Ende wäre es fast noch der Shorthander geworden, der zweite im zweiten Spiel. Wieder ist es Pierrelli mit der großen Möglichkeit, am Ende bleibt es aber beim verdienten 2:0 Erfolg für Kerpet. Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Caps, war es dennoch eine Standortbestimmung.